Herzlich willkommen zurück bei OFRG mit mir, dem Daniel, und einem erneuten Video auf unserem Kanal. Selbstverständlich halten wir euch auf dem Laufenden, was die Fantasy-Upgrade-Karten angeht. Heute dreht sich alles um Julie. Verzeiht mir bitte, wenn ich den Namen vielleicht falsch ausspreche. Ich hab's nicht so mit Französisch. Auf jeden Fall, Julie hat eine SPC bekommen, die einen Coins-Value-Wert von ungefähr 100.000 Coins hat. Diese besprechen wir heute kurz. Wir gehen darauf ein, wann er genau seine Upgrades bekommt und was er dafür machen muss und wie viele Upgrades er insgesamt bekommen kann und ob sich schlussendlich die SPC überhaupt lohnt. Wir haben gestern die Timo Werner SPC besprochen. Auch hier schaut es euch gerne an. Da haben wir gesagt, was genau passiert, dass er jetzt auf jeden Fall seine Upgrades bekommt und meine Empfehlung natürlich für ihn ausgesprochen. Diese werde ich euch oben rechts in der Infobox verlinken. So, Julie. Julie ist eine Foot Hero Karte, welche in der Ligue 1 spielt und somit dann auch an einen französischen Verein, hier in dem Fall Monaco, verlinkt ist. Die SPC, wie gesagt, hat ungefähr 100.000 Coins gekostet, ist also ein absolutes Schnäppchen. Um die Stats uns mal kurz anzugucken, müssen wir kurz hier in den Verein gehen. Da befindet sich mein Julie auf der Auswechselbank. Wir sehen auf jeden Fall, er hat ein Gesamtrating von 90 und 4 Sterne Spezialbewegung plus 4 Sterne schwacher Fuß. Er ist mit 1,64 Meter nicht der größte, aber für Spieler, die sehr viel dribbeln wollen und sehr viel sich drehen mit dem linken Stick, ist die Karte dennoch sehr lukrativ, würde ich mal behaupten. Seine Playstyle Plus sind einmal Flair und Akrobatik, wo ich sage, Flair ist eines der unnützesten Playstyle Pluses, die man haben kann. Nichtsdestotrotz hat er es halt einfach. Und Akrobatik ist nice to have, sieht schön aus. So, des Weiteren hat er in den Playstyles einmal angeschnittener Schuss, Freistoß Spezialist, also runder Ball, Flanken Plus, einmal Technical, also R1 Dribbling, schneller Schritt und unerbittlich. Unerbittlich, sage ich ja eh immer wieder, ist eine geiler Playstyle. Somit regeneriert eure Karte immer wieder Ausdauer zum Schluss des Spieles. Beziehungsweise auch zur Halbzeit natürlich. So, jetzt natürlich die Frage, bekommt Julie seine Upgrades, die er bekommen soll? Im Gegensatz zu seiner Foot Fantasy Konkurrenz bekommen Foot Fantasy Heroes keine 4 Upgrades, sondern nur 2 mögliche Upgrades. Diese sind beide an wieder gewisse Rahmenbedingungen verknüpft. Diese seht ihr auch immer, wenn ihr auf die Karte klickt, unter Heldenprofil. Da seht ihr, was ihr genau machen müsst, um eure Karte ein Upgrade zu gönnen. Beziehungsweise nicht, was ihr machen müsst, sondern was der Verein, mit dem er verknüpft ist, natürlich machen muss. Hier in dem Fall sind wir mit AS Monaco verknüpft, wie ihr sehen könnt. Und AS Monaco muss 2 aus 4 Spielen gewinnen, um ein +1 Upgrade zu bekommen. Und AS Monaco muss in 4 Spielen 11 Tore erzielen. So, wie sieht es aktuell beim AS Monaco aus? AS Monaco hat den ersten Sieg einfahren können letzte Woche. Also beziehungsweise vorletzte Woche. Und letzte Woche, also vor 2 Tagen gegen Paris, haben sie unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben von 4 Spielen haben wir schon mal 2 Spiele absolviert und 1 davon gewonnen, 1 unentschieden gespielt. Das heißt, AS Monaco muss in den nächsten 2 Spielen 1 noch gewinnen. Sie haben als Gegner Straßburg und Lorient. Das sind 2 Gegner, die auf jeden Fall machbar sind. Dementsprechend gehe ich schwer davon aus, dass AS Monaco diese Bedingungen erfüllt und Julie ein Rating von +1 auf jeden Fall mitnehmen wird. So, die 11 Tore in 4 Spielen. Wir befinden uns jetzt gerade in 2 Spielen von 4 bei ungefähr 3 Toren. Dementsprechend ist es sehr unwahrscheinlich, dass Monaco in den nächsten 2 Spielen 8 Tore schießt. Sage ich ganz ehrlich. Dementsprechend wird Julie höchstwahrscheinlich oder fast 100% wahrscheinlich nur ein +1 Upgrade bekommen, was nichtsdestotrotz preis-leistungstechnisch absolut top ist. Ich meine, wir zahlen für diese SPC 100k und schaut euch die Stats aktuell an, ohne ein Upgrade.
Er ist verdammt beweglich, er hat absolut krasses Dribbling. Passen und Schießen ist mehr als solide mit 88, beide Werte. Und sein Tempo ist auch sehr gut. Ihr zahlt 100k für diese SBC, sie ist absolut geschenkt. Und sie kriegt von mir auf jeden Fall einen krassen Daumen nach oben. Wenn ihr sie noch nicht abgeschlossen habt, nehmt sie auf jeden Fall, ohne nachzudenken, mit. Er wird auf eine 91 hochgehen und eine 91 Karte mit diesen Stats für 100k ist absolut geschenkt. So, das war eine Kurzreview. War nicht viel zu sagen zu dem Herrn, weil das ein kompletter, also wirklich kompletter No-Brainer ist. Packt die SPC ein, 100k ist nichts. Nehmt sie auf jeden Fall mit. So, falls ihr mehr von diesem Format sehen möchtet, lasst mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wen ihr vielleicht als nächstes gereviewt sehen haben möchtet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch ein kostenloses Abo hier lassen könntet. Wir wollen die 19.000 Abonnenten dieses Jahr knacken. Wäre krass, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen könnt. So, das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich verabschiede mich hiermit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.